Und herzlich willkommen zurück, euer Rubbel Kaiser ist wieder am Start zur 72. Ausgabe des Lucky Mondays. Wir haben wieder ein paar schöne Löslern, ein Mega Money Los, eine Cash Explosion, eine Schatztruhe, ein Eli Los, den Glückselefanten, dann hoffentlich bringt auch Glück, Cash, stinkreich, ein Jahr Weihnachten und ein Lucky Cash. Ja, ob die täuschen Lose schon da sind, man weiß es nicht. Ist ja ein bisschen vorproduziert. Aber vermutlich schon. Nun denn, lasst uns das rohe Rubbeln beginnen, oder besser gesagt, das frohe Rubbeln beginnen mit der Cash Explosion. Ist eigentlich nicht so ein geiles Los. Aber wir gucken mal. Vielleicht überrascht es mal wieder. Oder auch nicht. Mal wieder. Hat es schon mal überrascht? Ich weiß es gar nicht. Wir haben hier 8 Zahlen. Dürfte so wieder silberlos sein. Oder sogar. Ja, 8 Zahlen. Und darunter suchen wir halt 3 gleiche Zielchen. Zweimal die 1000, zweimal die 100, zweimal nichts. Spiel Nummer 1, leider nix. Spiel Nummer 2, die 15. 15. 100.000. 1000. 25, die 5. Wie immer. Im Lucky Monday 30 Euro Einsatz und hoffen natürlich, dass wir mindestens die Hälfte rausrubbeln. Zwei mal die 15, zwei mal die 1000, aber leider auch hier nichts im Spiel Nummer 2 dreimal. Letzte Chance. Die 15, ach, ich hätte am liebsten gern wieder so ein Gold los, aber noch keine neue Auflage da. Ist eigentlich schade, echt schade. 1000. Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann hat man mindestens die Hälfte rausbekommen. Ich meine, es gibt ja noch das andere Casino los, aber. Dann nehme ich lieber das Golden Deluxe, ja. Wäre das gleiche. So, haben wir dreimal den gleichen Betrag? Ein Zehner. Mit einem Fünfer los. Fangen wir ja gut an, dem Lucky Money, würde ich sagen. Ich hab's nicht übersehen, ich hab's nur nicht beachtet. 1, 2, 3. Dreimal die 10. Schön. Lucky Money, vielleicht wird es ein guter Lucky Money. Könnte sein. Die 22. Ausgabe ist ein gutes Datum. 72. 72. Ausgabe. Ist ein guter Nennwert, oder? Glücks-Eli. Guter Elefant, gib mir was. Die 3, die 9, die 3. 3 Euro nehme ich auch. Mein liebes Elefantlein. Die 6. Die 1000. Die 9. Oh, die 3. Da haben wir sie. Jetzt haben wir noch Spiel Nummer 2. Schon gut. Wir haben schon 13 Euro. Wir sind knapp an der Hälfte. Könnte ein guter Lucky Mann werden. Könnte ein guter Lucky Mann werden. Die 3. Die 12. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem noch was. Die 12. Oh. Chancen sind da. Die 3. Haben wir noch eine Zahl irgendwo? Wir haben erst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zahlen. Eine müsste noch sein. Leider ist es keine 3. Und auch keine 12. Es ist leider eine 6. Naja, es sind immer noch 3 Euro. Beklagen möchte ich mich jetzt nicht. Plus, minus 0. Ist immer gut. Nun denn, gehen wir noch weiter in die kleinen Löslern, bevor wir ans Große gehen. Mal gucken, was wir mit den kleinen Losen so noch machen können. Wir haben schon 13 Euro rausgerubbelt. Deswegen klopfen wir auf Holz und gucken, ob wir noch mehr rauskriegen. 300, die 8, die 30.000, die 100, die 6, die 2, ja, die 300, Doppelchance, die 6, Doppelchance, die 30, Chance vertan. Schade. Zweimal die 6, zweimal die 300. Das war es in diesem Los. Eine Niete. Auch die Niete muss irgendwann anfangen. Nun denn, gehen wir ins Cash. Ins gute alte Cash. Die 500. Die 4. Die 100. Die 4. Die 8. Und die 2. Wir suchen dreimal den gleichen Betrag, falls ihr es vergessen habt. Wir suchen hier die 4. Eigentlich nur die 4. Finden aber die 25. Die bringt uns leider aber nichts. Ist
eine weitere Niete in diesem Cash los. Schade. Stinkreich, vielleicht bringt das ja was. Die 10, die 4, die 1000, die 20.000, die 2, die 6, die 2, 6. Chancen auf 2 und 6. Na, wird's doch die 2. Ja, besser ist gar nichts, sagt man also. Besser ist gar nichts. Weitere 2 Euro, damit haben wir die Hälfte erreicht. 15 Euro. Gut, 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 gut. Den Soll haben wir erreicht. Jetzt ist alles Zusatz. Ein Jahr Weihnachten, hoffen wir natürlich. Hätte ich gerne. Die 3, die 3. Zweimal die 3. Fängt ja schon gut an. 6 im Hauptgame. 25, ich meine nicht 25 Jahre, ein Jahr. Hier kann man ja ein Jahr jeden Tag oder jeden Monat 5.000 Euro gewinnen. Das andere Los war das Geburtstagslos, was ich gerade im Kopf hatte. Im Hauptgame auf jeden Fall mal nichts. Bonusgame haben wir ja noch. Wir suchen hier dreimal das Paket, finden aber leider nur zweimal das Paket. Damit ist es eine Niete. Nochmal kontrollieren. Ja, ist eine Niete. Drei Nieten, drei Gewinne. Kann man das weiter so machen? Das heißt, ein Gewinn noch rauskriegen. Klopfen aufs Holz, gehen ins Lucky Cash, in diesen Lucky Monday. Geldschein, Geldschein. 100 Euro sind Bühlein. Melone, Melone. Auch keine dritte Melone. Zitrone, Zitrone. Melone, Melone, Zitrone, Zitrone. Kirsche, 7, Bitcoin. Wo steht denn eigentlich? Booster, Booster steht drauf. Booster. Stern, Euro, Booster. Ja, das ist auch eine klassische Niete, würde ich sagen. War knapp, aber hat viel Spannung gemacht, wenigstens. Das hat nicht jedes los. Jetzt geht ans Eingemachte. Mit denen könnten wir sogar noch ins Plus kommen. Oder 25 Euro draus machen. Oder wir bleiben bei den 15 Euro. Klopfen auf Holz, das ist mehr wert. Wir suchen die 3 und die 10. Die 10 haben wir gefunden. 25 sind safe. Finden wir noch was? Die 16, die 9. Wir machen es auch spannend, das Los. Das ist gut an diesem Los, ja. Auf jeden Fall keine 40 gewonnen, keine 100 gewonnen, keine 10.000 gewonnen und auch keine 20. Man vermutet, was darunter steckt. Der Goldbarren. Goldbarren und... Sollte ich die offen lassen? Nee, jetzt. Okay, die erste Zahl machen wir auf. 30 haben wir nicht gewonnen. Sollten wir das nochmal haben, also Pokal. Chat. Also sollten wir zwei nebeneinander gleich haben. Werden wir das beim nächsten... nicht mehr aufrubbeln. So, die 250.000 haben wir auch nicht gewonnen, aber das ist auch eigentlich, wissen wir ja noch nicht, wir wissen noch nicht, was wir gewonnen haben. Kann ja alles möglich darunter sein. Okay, ich habe das zweite Spiel die Spannung rausgenommen. Da kam kein doppeltes Symbol mehr. Also ich hätte von rechts aufgerubbelt. Nun denn, jetzt suchen wir weiter. Die 100, die 20, wir können das auch aufrubbeln, das brauchen wir auf jeden Fall. Die 10.000, die 100, die 30, die 40. So, die Chancen auf 250.000 sind da. Das war es aber auch. Ich glaube es aber nicht. So, rubbeln wir es auf, haben wir Spiel 3 auch die Spannung rausgenommen. Letzte Chance im Bonus geben. Diamant, Bündel, Bündel, Scheine, Bündelschein, Schein. Ich weiß gar nicht, was wir suchen. Ich glaube, die Scheine suchen. Diamant? Wir lassen es trotzdem offen. Könnte ja trotzdem 1.000er sein. Kann man hier 2.000 Euro gewinnen? Wir gehen doch unten als erstes ran. Spannung steigt. Was holen wir uns raus? Die 25? Aus diesem Lucky Monday. Wäre gar nicht mal so schlecht. 25, das heißt 5 Euro Verlust in diesem Lucky Monday.
Mit den anderen Lucky Money von 71 gerechnet, knapp die Hälfte. Das ist ein Standardergebnis. So. Ja, Kaching, 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 Kaching. Ich würde mal sagen, den letzten Lucky Money haben wir auf jeden Fall mal rausfinanziert. Und wir haben knapp nur 9 Euro minus gemacht mit 2 Lucky Money. Das ist ein solides Ergebnis. Ja, das ist ein richtig solides Ergebnis. Wir haben hier 30 Euro gewonnen. Damit haben wir diesen Lucky Money plus gemacht. Und der Lucky Money bleibt seinem Namen treu. Hat das Glückstag. Heute haben wir aus 30 Euro Losen 45 gemacht. Ja. Was willst du mehr? €45. Ja. Spannung steigt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein 30er drunter ist. Aber es war ein 30er drunter. Mit diesem glücklichen Ergebnis des Lucky Mondays würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir rüppen deutsche Lüslein, glaube ich. Dürfte sein. Also neue Lose. Lucky Monday kommt ja auch. Mal gucken, ob ich ein Lucky Monday noch mit Mission Do, also mit deutschen Losen und ein bisschen weniger rubbel. Ich weiß es noch nicht. I don't know. Mal gucken. Aber wenn ich sie mische, habe ich weniger neue Lose-Vorstellungen. Naja. Egal, wir werden es sehen. Euer Rubbelkreis ist raus. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren oder Mitglied zu werden. Du.